Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück auf Rosecliff Island, wo es uns nach einem Sturm hinverschlagen hat und wir jetzt versuchen, hier runterzukommen und vielleicht auch das mysteriöse Geheimnis dieser Insel zu erkunden und zu lösen. Denn wer weiß schon, was es mit diesem Haus auf sich hat. Ist es vielleicht einfach nur total vollgerümpelt und dieser Sturm ist eine geheime Intrige, die uns einfach nur dazu bringen soll, zu putzen? Na, wer weiß das schon. Wir gucken einfach mal weiter. Ja, Entschuldigung, muss ich mir ganz kurz den Sound im Hintergrund ein bisschen leiser machen, sonst höre ich mich nämlich selber gar nicht. Im Treehouse waren wir letzte Folge und tja, ach, wir gehen einfach mal hier hin. Das sieht auf dem Bild schon so hübsch aus. Hier ist es dann doch eher dreckig. Hey, aber wir können kacken gehen, da ist Toilettenpapier, finde ich super. Apropos, da kann ich auch gleich noch eine Geschichte erzählen. Erstmal finde ich hier das Lock. Was brauchen wir denn überhaupt? Place Skull with Bones. Der Skull ist schon mal hier. Jetzt muss ich... Ach, die Bones sind da hinten. Das geht doch richtig zügig hier. Brauchen einen Kamm. Wir brauchen schon wieder ein Thermometer. Okay. 10-4 Strike. Das ist wohl der Pin hier. Ein Boxcutter. Okay. Irgendein Werkzeug sein. 2 Wrenches. Okay. Batter's Helmet. Der liegt hier, ganz offensichtlich. Takes Temperature ist hier. Korkenzieher, den habe ich doch gerade auch schon irgendwo liegen sehen. Korkenzieher. Ich finde es immer super, wie man am Anfang vom Level halt so, da ist der Boxcutter, so 5 Sachen auf einmal findet und dann so, Hier ist noch ein Lock. Da sind ganz viele Meisen im Bild. Da ist eine und da ist eine. Ja, sind 2. Das sind 2, sind auch schon mal richtig viele, möchte ich sagen. Uns fehlt auch mal wieder noch eine Gabel. Ob das jetzt eine Om-Nom-Nom-Gabel ist oder eine Stimmgabel, ist natürlich die Frage. Letztes Mal war es ja die Stimmgabel. Allerdings sehe ich gerade weder das eine noch das andere. Na, hier ist der Korkenzieher. Two Birds müssen wir auch total finden. Das sind ja die beiden Meisen. Ich bin ja auch schon ein bisschen bescheuert, oder? Wrenches. Wo sind denn die? Da ist ein Wrench. Tja. Was sagt der Kamm? Fehlt auch noch. Ah, hier ist die Gabel. Sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Kamm. Ich finde, das könnte man durchaus benutzen. Wahrscheinlich mit der Maus schon so 3-mal drüber gegangen. Aber eigentlich wollte ich was zum Toilettenpapier und zum Thema Badezimmeraufenthalte zählen. Meine Nachbarin, also die in der Wohnung über mir wohnt, wollte ich sagen, hat vorhin, während ich gemütlich im Badezimmer verweilte, einfach super laut Musik gehört und ich wurde dazu gezwungen, die Top 20 der deutschen Singlecharts zu hören und war kurzzeitig versucht, mich nebenbei noch ins Waschbecken zu erbrechen. Spätestens als Wrecking Ball kam. Oh, haben wir es ja schon? Das ging ja richtig zügig. Das war ja echt mal elegant. Den Music Room hebe ich mir, glaube ich, zum Abschluss auf. Da habe ich nämlich am meisten Bock drauf. Wir brauchen einen U-shaped Shoe. Okay, das ist offensichtlich nur ein Schuh. Okay, wir brauchten offensichtlich einen Trichter. Close the spin, was auch immer das ist. Toast the bread. Okay, wir müssen offensichtlich Brot und einen Toaster finden. Brauchen einen Blackboard. Blackbeard wäre mir ja lieber gewesen. Rhymes with table. Cable. Stable. Fable. Mabel. Da ist auf jeden Fall schon mal der Toaster. Elevates Cars. Also ein Wagenheber quasi. Gott, ist das hier unübersichtlich. So eine Drecksbutze. Ein Messer. Warte, das hatte ich doch gar... Ah, wo hatte ich denn jetzt gerade das Messer? Verdammt. Hab's doch gerade schon gesehen. Nein. Ach, scheiße. Ich sehe auf jeden Fall schon wieder die Meisen hier. Und was zur Hölle? Ist das so eine Wäschespinne? Ich glaube einfach nicht. Oder eine
Schleuder oder... Ach, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist das hier der Wagenheber? Nein, schade. Wo ist denn eigentlich das... Ah, da ist das Brot und da ist der Toaster. Untangles Hair. Das ist doch schon wieder ein Kamm, oder? Also irgendwie... Und eine Lantern brauchen wir auch noch. Ah, hier ist das Knife. Da ist die Lantern. Rhymes with Table. Das kann ja alles sein. Blackboard. Das müsste sich auch noch... Das ist hier, glaube ich. Genau. Da ist auch noch ein Vogel. Elevates Cars. Wo liegt denn hier zur Hölle ein Wagenheber? Was ist das? Hm. Nichts von Wert offensichtlich. Das ist ein Anker, ein Korkenzieher, ein Besen, ein alter Schoko-Weihnachtsmann oder eine Weihnachtsmann-Matroschka. Ich bin mir nicht sicher. Eine Autobatterie. Warum klicke ich denn da drauf? Sinnlos. Glocke, Nummernschild, Axt, Patrone. Brecheisen. Brechstange? Keine Ahnung. Der U-shaped Shoe verwirrt mich auch ein bisschen. Das ist doch auch wieder irgendeine komische Anspielung, die ich hier nicht checke. Ach, und zwei Loks müssen wir hier natürlich auch noch finden. Die verdränge ich immer irgendwie. Fable. Fable reimt sich mit Table. Total. Loks. Wo können denn hier Loks sein? Irgendwie suche ich jetzt schon immer nach diesem Schriftzug. Ah, das ist schon mal ein Lock. So. Toll, jetzt fehlen drei Sachen, von denen ich irgendwie nicht so richtig den Plan habe, was es definitiv ist. U-shaped Shoe? Ach, bestimmt ein Horseshoe. So ein Hufeisen. Haha. So einfach kann es sein. Tja, und jetzt? Das schöne Auto, das fällt mir gerade mal so auf. Ist total verkommen. Echt schäbig. Tja, auch die Katze hilft mir, glaube ich, nicht so richtig weiter. Ich frage mich gerade, ob das dahin gehört, aber nee. Also wahrscheinlich gehört es nicht dahin, aber wir brauchen es offensichtlich auch nicht. Na, Lock, da steht's doch. Ein Wagenheber kann ja eigentlich nicht so unauffällig sein. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich ihn die ganze Zeit unter dem Wagen suche und er da einfach gar nichts ist. Wahrscheinlich eher irgendwo rumsteht, wo man nicht damit rechnet. Warum zur Hölle hier ein Osterei steht? Der Wagenheber? No. Mann. So, jetzt brauche ich nur noch dieses Clothes Pin. Ach, das kann natürlich auch eine... Ach, Mensch. Vielleicht ist es gar nicht Spin, sondern Pin. Und dann ist das nicht die Sicherheitsnadel. Schade. Das wäre jetzt so die einfachste Lösung gewesen. Verdammt. Hätte so schön funktionieren können, aber nein. Könnte aber natürlich auch... Ah, vielleicht ist das ja eine Wäscheklammer. Die hatten wir ja auch schon ab und an mal. Die habe ich doch auch schon... Ach, da! Jawohl! So, das auch gelöst. Sehr schön. Ich frage mich immer noch, wie uns das bei der Flucht von der Insel helfen soll. Aber okay, ich gehe
Gehen wir erstmal in die Music Room. Alter, wie kann man so einen Raum so verkommen lassen? One Direction. Nee, sorry, aus Prinzip nicht. Kackmusik. Wie kann man bitte One Direction im Music Room? Nein. 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 Unlucky Ball. Das ist schon mal die 13. Gut, dass ich hier auch einfach... Ne? Aber egal. Ich gehe hier immer mal so quer durch und klicke dann Sachen an, die mir spontan entgegenkommen. Die Geisha. Hallo. Eine Harmonika. Ein Lock auf jeden Fall. Da ist One Way. Wenigstens steht nicht auch noch One Direction drauf. Ein Kalender. Der hängt hier. Fixed Piano Keys. Machen wir auch glatt. Eine Schildkröte im Klavier. Das hat schon wieder ein bisschen Stil. An der Stelle Grüße an Hans Panzer, die Schildkröte meiner Freunde. Hans Panzer, immer noch ein Spitzenname für eine Schildkröte, finde ich. Hans Panzer, ganz weit vorne. Und jetzt brauchen wir inzwischen drei Vögel. Okay, eins. What does the fox say? Wo sind hier denn noch Vögel? Nee. Was brauchen wir überhaupt noch? Ein Kerzenhalter. Ist das das Ding hier? Nee, das gehört wohl... Ach, das... Ach, oh, ja, das gehört natürlich mit zur Trompete. Natürlich. Sehr unauffälliger Pinsel. Wir brauchen übrigens auch noch eine Feder. Und eine Ancient Coin. Und noch ein Lock. Ah, die Ancient Coin ist hier. Da ist auch noch das Lock. Was sind denn hier jetzt noch die zwei verransten Vögel? Und was zur Hölle ist das? Ach, das ist eine Katze. Okay, das muss man auch erstmal erkennen. Da ist die Feder. Gott, das ist noch so viel. Die Harmonika. Oh, Harmonika, wie geht's dir denn? Entschuldigung, manchmal passiert sowas einfach. Bird is the word, but where is the bird? Das hier, nee, ist kein Vogel. Okay, war irgendwie klar, dass das keiner ist. Ist das hier der Kerzenhalter? Jawohl. So kommen wir der Sache doch näher. Also noch die Harmonika und immer noch zwei Vögel. Das ist doch hier garantiert auch ein Vogel. Ich suche jetzt irgendwie die ganze Zeit nach diesen dämlichen Meisen, aber das wäre auch viel zu einfach. Und die Harmonika habe ich jetzt auch schon in drei... Das hier ist keine Harmonika, oder? Nee. In drei Levels gefunden, nur hier finde ich sie jetzt natürlich nicht. Ständig stolpert man drüber und wenn man sie braucht... Nein, natürlich nicht. Ach, die Harmonika liegt auf dem Klavier. So, fehlt noch ein Vogel. Kommt ein Vogel geflogen. Setzt sich nieder auf Rosecliff Island. Spielt Klavier mit der Schildkröte. Und pustet in die Tröte. Keine Ahnung. Vogel. Ich krieg gleich einen, wenn ich das Kackvieh nicht bald finde. 18 Mal auf diesen dämlichen Hirsch geguckt. Der Schmetterling geht ja wohl nicht als Bird durch, oder? Nee. Hat sie mich jetzt auch stark gewundert. Auch Brezel, jetzt habe ich Bock auf eine schöne Laugenbrezel. So schön selber aufgebacken. Boah. Hätte was. Oder ist das mit dem dritten Vogel hier irgendein Wortspiel? Zum Beispiel heißt Meise im Englischen ja Tit. Also vielleicht finde ich hier auch einfach noch eine Brust. Ich habe keine Ahnung. Ist ein Spintopf vielleicht ein Vogel? Nein. Hätte ja sein können. Die Katze vielleicht einen Vogel gegessen? Nein, auch nicht. Bedauerlich. Irgendwie... Ist das hier der Schatten von einem Vogel? Nein.
Okay, wir gehen das jetzt hier mal systematisch ab. Das hier ist eine Maske und ein Clown. Und ein Schalter und ein Messer. Und eine Harfe und eine Zigarre. Und ein Notenhalter und eine Axt. Und ein Notenschlüssel und eine Trommel und eine, keine Ahnung, vergammelte Salami. Eine Bürste. Eine Bierste. Wie sie das schön in Köln sagen. Wobei, ist das überhaupt Köln? Wo sagt man denn I statt Ü? Ach, keine Ahnung. Eine Glocke, ein Buddha, ein Fuchs, eine Rassel, ach, das ist bestimmt der Rest von der Farbrolle hier. Ein Mikrofon. Schade. Dachte, ich könnte vielleicht singen. Eine Kette, ein Maßband, ein Flaschenöffner, eine Wäscheklammer, eine Pfeife, eine Trompete, eine Tasse, ein Fernglas, ein Lineal, ein Knochen, ein Trichter, ein Hut, eine Katze, ein Dominostein, Weintrauben, eine Platte. Ach, da ist er doch. Der Hahn. Das sah aber auch ein bisschen seltsam aus, muss man ja ganz ehrlich zugeben. So, oh, echt jetzt? Find the words listed on the left to... Ja, natürlich. Boah, ja, sind die auch diagonal oder sind die nur vertikal und senkrecht? Oder... Vertikal und senkrecht. Mhm, genau. Oh, sie sind offensichtlich auch rückwärts. Hier ist nämlich rückwärts schon mal Boathouse. Ach, die Assis. Hier ist Row. Cord. Woher ist mit Cord? Nee. Aber in Wirklichkeit ist das Rocks, nur rückwärts. Ja. Tja. Motor. Motorboat. Lighthouse. Lighthouse müsste sich ja mal relativ einfach finden lassen. Das ist nämlich hier. Dann haben wir noch Paddling. Auch das sollte sich nicht so schwer finden lassen. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal Dock. Paddling. Wo ist das Doppel-D? Tja, die Frage ist, liegen die auch übereinander, ne? Tja. Was brauchen wir noch? Satchel brauchen wir auf jeden Fall noch. Und Swim. Und Sea. Swim in the Sea. Nee. Swim. Jam brauchen wir leider nicht. Was ist denn der dämliche Satchel? Hier ist auf jeden Fall schon mal C. So, Paddling und Satchel. Hoppala. Satchel. Das muss hier irgendwo auch noch Paddling sein. Das kann doch sogar hier. So. Und wir kriegen ein Bowie Knife. Okay. Also unser Plan, also ich fasse mal zusammen, wir haben bislang einen vollen Gaskanister, einen Kompass und ein Messer. Ich denke, der aktuelle Plan ist, wir suchen mit dem Kompass eine bestimmte Stelle im Haus, weil wir garantiert auch noch eine Karte finden als nächstes oder so. Dann zünden wir das Haus an, weil da nämlich der perfekte Brandherd im Haus ist. Also auch, ne, von daher breitet sich es am besten aus. Das treibt den Hausbewohner aus dem Keller und den stechen wir dann ab, klauen ihm dann seine Prepaid-Telefonkarte und benutzen die Telefonzelle auf der Insel, um Hilfe zu rufen. Das klingt, finde ich, vollkommen logisch. Ob es wirklich so kommen wird, findet es mit mir zusammen raus in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis dahin macht's gut, haut rein und tschüss.